kalte Hände, warmes Herz. Bei dir ist der Wurm drin? Bei dir ist der Wurm drin. Bella ist veraltet. Ah. So. So. Läuft wieder? Moment. Also ich sehe einen roten Pöppel. Ja, aber ich will nur schnell mal... Ein Soundcheck. Check, check, check. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, passt. Apple Bitte. Juice Bomb. Check. Passt. Du hast doch gesagt, check, check. Ach, danke, Jack. Ja. Nicht du, Jack. Wir nannten den Affen Jack. Was? Hector Barbosa. Ach so, ja. Ja. Piraten der Blub Blub. Karibik. Ja. Sag bloß, den hast du auch noch nie gesehen. Doch, 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 doch. Gott sei Dank. Sogar den vierten. Der war nicht so. Ich auch nicht, aber es geht in dem Film geht's nicht um den Jack. Den Trailer haben wir auch vergessen. In dem Film geht's für mich nicht um den Jack, sondern um den Barbossa. Der ist mein absoluter Lieblingscharakter. Barbossa? Wir sind heute hier zusammengekommen, um deine Gedärme an den Mast zu nageln. Arr, ich finde das so geil. Naja. Hector Barbossa. Ja, das ist schon klar. Ja, der ist echt cool. Ja, aber im nächsten geht's doch um Salazar. Ja, aber der Barbossa spielt trotzdem mit. Ja, okay. Ja. Das war mein Handy. Ja. Ja. Genau. Läuft das Ding jetzt eigentlich schon? Das Ding läuft schon. Das Ding läuft schon. Oh, wir haben wieder Outtakes. Schön. Okay. Ja. Ein eventueller Besuch auf der Frankfurter Comic-Con. Mike, deine Heimat, dein Thema. Eventuell morgen, dass wir auf der Comic-Con mal aufschlagen. Mhm. Boom, genau. Boom. Und wir schlagen ein wie ein Meteor. Wie halt so eine Comic-Con so ist. Sehr viele Stargäste. Kleiner Eintritt. Ja, Quanta Costa. Quanta Costa, müsste ich jetzt nachgucken. Oder aber Costa so um Quanta. Die 20 Euro kostet normalerweise so eine Comic-Con. Ja, wir haben ja unser Star Wars Outfit haben wir dabei, aber ich weiß nicht, wenn wir da hingehen, dann sowieso spontan und ja. Dann auch nicht lang, weil ich muss ja irgendwann auch wieder heim. Ja. Ja, einfach mal drüber laufen, ein paar Fotos schießen und ja, ich denke, da brauchen wir uns nicht groß zu verkleiden. Nö. Machen wir einfach mal so eine kleine Fotosafari auf der Frankfurter Comic Con. Fotosafari. Das wäre doch eine Idee. Ja, vielleicht genau. Lassen wir da auch die Kamera laufen. Wer weiß. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Vielleicht gehen wir hin. Möglichkeiten ja. Gibt's. Möglichkeiten über Möglichkeiten. Genau. Ja, das war jetzt unser kleiner Newsflash. Ja, Flash, genau. Da ist er schon wieder weg. Genau. Da jetzt mit Special Effects einen kleinen Blitz reinzaubern, der da so durchschießt. Ja, wir können. Ja, das wäre doch eine Idee. Ja, ja. Heb mal die Katze fest, machen wir kurz so. Ja, der rote Blitz. Ja. Das nächste Thema, mein Herr. Ja. Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming. Ja, da war der erste Trailer ja schon ganz ordentlich. Also sagen wir mal so, das ist jetzt die dritte Inkarnation in 20 Jahren von Spider-Man. Also seit ich Koch gelernt habe, gibt Spider-Man im Kino von Marvel. Natürlich von Marvel, was erzähle ich da? Ich bin einfach nicht daheim heute. Das liegt daran. Ja. Naja, ich muss mich akklimatisieren. Ja. Ja. Die dritte Inkarnation, diesmal mit, wie heißt er? Schreibt's in die Kommentare. Gib einen Daumen hoch. Genau. Tom Holland? Tom Holland? Tom Holland. Ich guck jetzt, ich cheate jetzt, ich spicke jetzt, ich geb's zu. Also, ich benutze... Es war einmal in einer Galaxie weit, weit entfernt. Ich muss ja jetzt irgendwie überbrücken. Ja, das hast du mir ja auch zugemutet. Spider-Man Homecoming Cast. Aha. Nicht Car, Cast. Tom Holland, yes! Und 18 weitere. Jo. Unter anderem Michael Keaton und ja, Michael Keaton, der Geier alias Vulture, Marisa Tomei als May Parker.
Die coolste Tante May, die es jemals gegeben hat. Und die jüngste. Dann Robert Downey Jr. alias Iron Man, weil der gute Spider-Man wird ein Avenger. Ja. Oder er will zumindest mal einer werden. Ja, er muss noch wachsen. Wen haben wir noch? The Donald Glover, Laura Harrier als Liz Allen, wer auch immer. Bokeem Woodbine, den kenne ich zum Beispiel aus The Rock. Und der spielt die Rolle des Shocker. Okay. Shocker ist auch ein Spider-Man-Gegner, den ich eigentlich immer recht cool fand. Mhm. Ja, der und The Scorpion, die fand ich immer cool. Mhm. Also bei Spider-Man sind die meisten Gegner irgendwelche Tiere, bis auf den Shocker und den Mysterio. Ja? Also es gibt den Reno, es gibt den Scorpion, es gibt den Vulture. Mhm. Ja, bei Spider-Man kenne ich mich ein bisschen aus. Schön, ja. Wen gibt es noch? Dann gibt es natürlich diese ganzen Spider-Man-Inkarnationen, die Bösen, wie zum Beispiel Carnage und Venom. Mhm. Ja, sind alles irgendwie so Tierbösewichte, ne? Ja. Also die, ja, wen gibt es noch? Wer spielt denn da noch mit? Ansonsten Leute, die man nicht so wirklich kennt. Außer diese Frau, das Gesicht, das kommt mir sehr bekannt vor. Die Dame heißt Tyne Daly. Ist das die aus Cagney und Lacey? Das Gesicht kommt mir bekannt vor, die Frau mit den grauen Haaren. Ja. Gell? Ja. Gell? Ja. Ja. Cagney und Lacey, ja. Cagney und Lacey, die lebt noch. Hey, ja, die lebt noch. Herzlichen Glückwunsch. So. Ja, Spider-Man Homecoming. Ja. Also gefeatured mit Iron Man, so quasi als kleinen Anheizer. Ja. Ja, also es spielt definitiv nach Civil War. Mhm. Weil sie sich auch teilweise auf Civil War im Trailer beziehen. Genau, Peter Parker kehrt zurück nach New York. Mhm. Vulture, gespielt von Michael Keaton, ist ein klassischer Spider-Man-Bösewicht. Ist, glaube ich, auch so ein reicher Fuzzi. Mhm. Ja, der gehört, glaube ich, die Konkurrenzgesellschaft von Oscorp. Okay. Ja. Ja gut, ich kann mit diesen ganzen Charakteren nicht viel anfangen. Ich war nie so der Comic-Leser. Ja doch, Spider-Man habe ich durch einen Freund immer wieder mal ausgeliehen und gelesen. Mhm. Mein Lieblings-Superheld war der nie. Mhm. Aber... Okay. Nach Tobey Maguire und dem Andrew Garfield sieht der am vielversprechendsten aus. Ja. Ja. Weil die mit dem Andrew Garfield, die haben mir nicht wirklich gefallen, die waren mir zu gehetzt, der hat zu schnell geredet und war immer wie so ein Duracell-Häschen auf Speed. ja, Tobey Maguire, nee. Ja. Allein im letzten Teil, das war mir alles... sehr überdreht. Ja, es sind nette Filme. Kann man sich mal angucken. Aber ich denke, vielleicht, fingers crossed, mit diesem Film könnten sie endlich Spider-Man nach Hause bringen. Hm. Ne, Wortspiel. Homecoming. Hm. Genau. Ja. Ja. Spider-Man. Schaut euch den Trailer an, könnte interessant werden. Kommt auch dieses Jahr. Mhm. Also dieses Jahr ist kinomäßig eine Menge zu tun. Tja. Ja. So was man halt kommt, Sorge. So ist es, ja. Gut, nächster Punkt, siebter Punkt. Deadpool, der erste Teaser von Deadpool 2. Ja. Ja. Mit einer hübschen kleinen Verarsche von Superman. Finde ich sehr gelungen. Ja. Diese ewige Umziehsequenz in der Telefonzelle mit dem Hintern an der Glasscheibe. Es ist einfach, ja, also. Und wie immer die kleinen Seitenhiebe auf Hugh Jackman, also ja, auf Logan. Also diese Telefonzelle steht auf der auf der anderen Straßenseite zu einem Kino. Mhm. Und man sieht oben drüber stehen Tonight Logan. Ja. Ja. Das habe ich aber auch jetzt erst heute entdeckt. Also wenn man muss genau... Man muss aufpassen, man darf sich nicht nur den
Hintern von Ryan Reynolds angucken. Man den muss Nacken. Ja, genau. Man muss auch auf die Umgebung achten. Ja. Ja, also was passiert im Trailer? Ein älterer Herr nach dem Einkaufen wird in der Seitenstraße überfallen. Ja. Wade Wilson sieht's. Ja. Rennt in die unter der Musik von Superman. Ja, in eine Telefonzelle. In eine Telefonzelle und fängt an, sich umzuziehen. Ja. Wozu? Also, wieso gibt es heutzutage noch Telefonzellen? Ja, genau. Ja. Das hat sich ja Deadpool genauso gefragt am Ende. Genau. 98 wurden die ja ausgemustert, laut seiner Aussage. Ja. Also ich sehe ab und zu mal noch eine Telefonzelle. Ja gut, hier in Deutschland schon noch. Ja, so gelegentlich. Wir haben hier auch noch eine. Stimmt, ja. Wir haben hier auch noch Können eine. Können wir auch mal eine Umziehsequenz starten. Die dritte. Ich würde das glatt machen. Ja. Also Frank Conan, Herausforderung an dich. Such dir in deiner Umgebung eine Telefonzelle. Ja. Geh als Frank Conan da rein und komm als Superman wieder raus. Den Schnitt übernimmt gerne der Mike. Genau. Ja? Ja, gerne auch mit nackten Hintern an der Scheibe. Ja. Hm? Was? Ja, sag doch. Sprich. Die unzensierte Fassung dann für seine Freundin. Ja, also ja. Ich glaube, die Adriana hat damit kein Problem. Ja. So, schöne Grüße, Adriana. Ja. Also, man hört im Hintergrund immer noch diesen Straßenräuber mit seinem Opfer streiten, während Wade Wilson sich umzieht und sich in Deadpool verwandelt. Ja. Und man hört dann einen Schuss. Peng. Kurz bevor er der Telefonzelle entsteigen kann. Mhm. Und dann rennt er in Zeitlupe. Heldenhaft aus der... Nee, Moment. Ja, das kommt noch, ich komme noch dazu. Heldenhaft aus der Telefonzelle raus und dann sagt irgendwie ein Mann aus dem Off, sagt, hey, cooles Kostüm, Schwenkkamera, Stan Lee. Nee, das war der Schwenk war vorher. Ja, ja. Gut, dann habe ich es kam nicht aus dem Off, aber egal. Durcheinander gewirbelt, aber genau. So hätte ich es gemacht. Ja, genau. Ja. Halt die Fresse, Stan Lee. Ja. Sowas in der Richtung. Ja. Und der... Run geht weiter und Wade Wilson kommt zu spät. Der Mann, der nur seine Einkäufe nach Hause tragen wollte, wie tragisch, liegt tot mit einem Bauchschuss auf der Erde. Ja. Andere würden jetzt meinetwegen den Krankenwagen und die Polizei rufen, aber Deadpool legt seinen Kopf auf den Bauch des Opfers, souffliert über das Leben und den Tod, tja, findet Eis in der Einkaufstüte und... Trailer Ende. Fängt an zu mumpeln. Ja, genau. Sehr witzig. Teilweise fand ich ein bisschen in die Länge gezogen. Aber gut, es ist Geschmackssache. Ja. Aber es macht Spaß. Ja. Macht schon Spaß. Macht Lust auf mehr. Ja. Ja. Ich fand ja den ersten Film auch sehr gut. Sehr gelungen. Allein schon die Anfangssequenz. Er redet mit dem Publikum. Kein anderer Superheld darf das. Tja. Und wie er da auf diesem Geländer sitzt und da sein Cartoon zeichnet und dann so, Absturz. Genau. Das macht Spaß. Ja. Ja. Ja? Und jetzt kommen zwei Themen, die ich dir überlasse. Zwei Themen, die du mir überlässt. Dann zeig ich mal her. 8 und 9. 8 und 9. Alien Covenant. Ja, ich habe Prometheus zum Beispiel einmal gesehen, fand ihn doof. Obwohl, Michael Fassbender gucke ich immer gern, finde ich immer gut, meistens. Ja. Gut, ich habe auch Macbeth gesehen und naja. Also ehrlich gesagt, wir haben ihn ja vorhin gesehen, den Trailer. Ja. Zu Alien Covenant. Ich weiß schon nichts mehr. Ja, es blieb nichts im Gedächtnis hängen. Ja, genau. Außer, dass es mal wieder... Soll ein Planet kolonisiert werden, die finden seltsamerweise Weizen. Ja. Was... eindeutig kein Naturgewächs ist, sondern darauf von Menschen gezüchtet, dass Menschen da waren. Und dann eine findet, glaube ich, ein Dogtag. Ein was? Ja, diese... Ach so, eine Hundemarke. Hundemarke. Mhm.
Und ja, und dann halt viel, man sieht viel Angedeutetes, ja, also groß Aliens sieht man nicht. Einmal sieht man... Einmal im Hintergrund... Ja, man sieht einen Facehugger auf einen zufliegen. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Siehste, das habe ich mir gemerkt. Und man sieht einen Xenomorph, das war's dann aber auch. Aber ja, auch da nur die Andeutung. Ja. Ja, also sehr viel angedeutet. Stattdessen ein Raumschiff, wo jemand dranhängt und durch die Gegend gewirbelt wird. Ja. Ja, Michael Fassbender spielt wieder mit. Mhm. Ja, also ins Kino werde ich nicht gehen. Mhm. Ja. Ich habe selbst Prometheus noch nicht gesehen. Ich finde, deswegen, also. Ich finde, es sollte schon wieder so in die Richtung klassischer Alien-Filme gehen. Ja, soll mal wieder James Cameron machen. Ja, ich fand die gut. Ja. 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 Alien Covenant. Auch ja, dieses Jahr im Kino. Hm. Aber. Für den, der es möchte. Für den, der es mag. Genau. Ich mag's. Ja, das ist nicht die Frage. Aber ich fand. Ich bin vor Geschichten einfach leid. Der Trailer hat jetzt auch nicht Lust auf mehr gemacht. Nee. Das war ein Trailer, wie man es schon mehrere so Male gesehen hat. Eher so 0815. Ja. Der nächste Trailer. Der ist bunt. Der ist bunt. Luc Besson. Luc Besson, das fünfte Element. Leon der Profi. Und Jean d'Arc. Ja. Also der Mann hat schon einiges gerissen. Ja. Und es geht um Valerian, die Stadt der 1000 Planeten. Ja. Basiert auf der Comicreihe Valerian und Veronik. Hochzeit war so in den 80ern von diesen Comics. Ja, beim Thorsten sind gerade so bing, bing, bing. Mehr Platz für mein Aneurysma. So schlimm? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Gar nicht aus. Lass ich jetzt ihn reden. Ja, deshalb wird das jetzt gerade ein bisschen Monolog. Das wird die Mike-Show. Ja, genau. Valerian und Wernick sind zwei Zeitpolizisten, die mit einem Raumschiff durch die Zeit fliegen und dort versuchen, Recht und Ordnung durchzusetzen. Hm, so wie die Temporal Investigations in Star Trek. Ja, so in etwa. Aha. Ja, und ja, um die Story von dem Film ist jetzt noch nicht viel raus durchgesickert. Ist jetzt auch durch den Trailer nicht so ganz ersichtlich. Er ist bunt. Er hat viel Action. Viele Aliens. Luc Besson setzt auch hier bei der weiblichen Hauptrolle mal wieder auf ein Model. Mhm. Mila Jovovich, seine einstige Muse, ist ihm wohl inzwischen zu alt. Anscheinend. Jetzt hat er eine neue, die habe ich auch schon öfter in Filmen gesehen, mhm, allerdings immer mit relativ wenig Text. Mhm. Aber hier hat sie jetzt eine Hauptrolle, mal gucken. Ja. Ist hübsch anzusehen, die Kleine, für mich ein bisschen zu dürr, aber ja. Geschmackssache. Ja. Und den anderen, den kenne ich aus den Andrew Garfield Spider-Man Filmen, und zwar hat er da den Harry Osborn gespielt. Mhm. Ja, also, ja, mal gucken. Ja. Ja. Aber jedenfalls... Auf jeden Fall sehen beide aus wie Kinder. Ja, ja, und das ist auch ein bisschen für diejenigen, ja, das die hat jetzt so die Comics kennen, ist das so ein kleiner... Das hat so diesen Enders Game Touch. Ja, und in den Comics sind sie auch eindeutig älter angelegt. Aha. Soll aber anscheinend so ein bisschen so eine Story sein, so eine... Ja, da soll anscheinend mehr kommen noch. Ja, vielleicht wird es ja ein Story-Arc und man ja sieht das Heranreifen dieser netten ja Menschen. Ja. Ne? Das kann ja durchaus sein. Ja, deswegen. Also, ich bin jedenfalls gespannt. Und wie ich zum ersten Mal gehört habe, Luc Besson tut diese Comics verfilmen. Ich so, der richtige Mann dafür. Und? Ist das ein Telefon? Das oder? Ist ein Telefon. Das ist ein Telefon. Großer Gott. Aber
Zumindest hatten wir das Thema fertig. Hatten wir? Hatten wir, soweit. Ja, wir wurden rüde unterbrochen. Wir wurden rüde unterbrochen. Von einem Umfragedingens, die immer samstags anrufen, diese Schweine. Ihr Schweine! Es geht wieder um Politik. Ja. Ja, Valerian. Fertig? Fertig. Gut. Also für mich jedenfalls war das Thema abgehandelt. Jedenfalls, ich werde auf jeden Fall reingehen. Ich werde mir bestenfalls aus dem Krabbeltisch beim Saturn holen, weil so meins ist es nicht. Ja, gut. Na? Also mir ist es zu bunt, zu quietschig, zu kindisch. Aber, ja gut, eigentlich erzähle ich jetzt schon wieder Mist, weil Guardians of the Galaxy ist auch bunt, quietschig und kindisch. Ja, genau. Und albern. Aber, ja. Ja, da sieht man mal wieder, der Mensch ist von Vorurteilen nicht frei. Ja. Und dieser hier auch nicht. Ja. Ja. Und jetzt machen wir voll den Break. Wir gehen von der Sci-Fi ins quasi Mittelalter. Und zwar zu dem 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 dem. Ja. Sagen wir in die Fantasy. Ja. Winter is here, ladies and gentlemen. Und zwar mit Game of Thrones Season 7. Ja. Was sehen wir in diesem Trailer? Man sieht drei Könige. Beziehungsweise ein König und zwei Königinnen. Die eine sitzt auf einem eisernen Thron, nachdem all ihre Kinder das Zeitliche gesegnet haben, wie vorausgesagt. Cersei Lannister sitzt einsam auf dem eisernen Thron. Ob sie sich da halten kann, wissen wir nicht. Dann sehen wir Jon Snow alias The White Wolf alias The King in the North. Und jetzt schreit die ganze Crowd, The King in the North! Ja. Ja, das ist so eine geile Stelle, musst du sehen, kriegst du Gänsehaut, garantiert. Ich zeige sie dir später. Okay. Ja, der herrscht jetzt endlich, die Starks herrschen wieder über Winterfell, die Boltons sind vernichtet. Ein Kopf kürzer? The Ramsay wurde von seinen eigenen Hunden gefressen. Autsch. Ja. Und Daenerys Targaryen hat wohl jetzt endlich den Sprung über die Meerenge geschafft und ist in Westeros eingefallen. Mhm. Ja. Und, ja. Man munkelt, dass Daenerys und Jon Snow heiraten werden, weil Allianzen werden im Mittelalter durch Hochzeit geschmiedet. Ja. Yeah. Und um die Lannisters zu besiegen, brauchen die Starks Hilfe. Und wer bietet sich da anderes an als Daenerys Targaryen. Und man munkelt ja auch, dass Jon Snow eigentlich kein Stark ist, sondern ein Targaryen. Zumindest mal zur Hälfte Stark, zur Hälfte Targaryen und das passt doch perfekt. Da kann dann seine eigene Großschwester, wie auch immer, heiraten. Und ja. Und dann gegen King's Landing ziehen und die Lannisters endlich vertreiben. Wobei, ich mag ja die Lannisters. Irgendwie. Aber irgendwie nicht mehr, seitdem der Tywin tot ist. Tywin Lannister war ein cooler Charakter. Er kennt sich nicht aus. Nee. Okay, Pflichtprogramm für demnächst. Staffel 1 bis 6 bei mir. Viel Spaß. Ich verordne dir das jetzt. Ah. Ja. Wenn ich dir schon nicht Fast and the Furious verordnen darf, soll ich dir auch noch verordnen. Das kriege ich hin. Das schaffst du nicht. Warum nicht? Weil es gewisse Dinge gibt, die muss man einfach im Leben nicht sehen. Doch, Game of Thrones gehört zu diesen Dingen, die muss man sehen. Nein, muss man nicht. Ich konnte bis jetzt jeden bekehren. Jeden. Bis auf meine Kollegin. Okay, dann doch nicht jeden. Ja. Kira, an dieser Stelle, hallo. Ich grüße dich. Nein, die Frau hat seit mehreren Wochen Staffel 1 und 2 bei sich rumliegen. Hat ein bisschen geguckt und gesagt, nee, ich weiß gar nicht, was du daran so toll findest. Nee, ja. Mag nicht. Ja, Game of Thrones ist echt klasse. Oh, ja. Und der Nachfolger verspricht. Ich habe da reingefunden. Ja, ich werde dir helfen. Lass mich dein Führer sein. Ich habe es auf Netflix. Na also, wo ist denn das Problem? Ah. Ja. Wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, der Tag hat nur 24 Stunden. Nicht auf Bay, oder? Game of Thrones.
Game of Thrones. Echt klasse. Dem, 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 dem. Allein schon die Musik erzeugt bei mir Gänsehaut. Yeah. Ja. Und wenn dann die Dany noch sagt, Dragais. Und dann die Drachenflammen spucken, ja, bin ich hin und weg. Miau. Das sind keine Drachen, das sind Katzen. Guck, wenn du zu dem Dracarys sagst, der, guck mal, der zuckt nicht mal. Der liegt ja in der Sonne und ahlt sich. Ja. Ja. Was wollte ich noch sagen? Ja, da sich Game of Thrones jetzt nachweislich nach Staffel 8 dem Ende nähert, hat HBO jetzt schon eine neue Serie in den Startlöchern. Oder wie? Nein. Diese Serie heißt Westworld. Ah. Und basiert. Westworld ist ja, läuft ja schon. Genau. Und basiert auf dem gleichnamigen Science-Fiction-Film, Kinofilm mit Jules Brünner in den 60ern, 70ern. Ja, ja. Den haben wir. Ja, ja, den haben wir. Den haben wir. Ja, ja. Genau. Ja. So, mehr haben wir eigentlich nicht. Ja. Ein weißes Stück Papier. Ein weißes Stück Papier. Alle Themen abgehandelt. Frank Konen mehrfach erwähnt. Nochmal Grüße. Grüße an alle. Ja. 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 Und jetzt geht's an die Bearbeitung. Vielleicht drehen wir heute noch ein bisschen was Star Wars-mäßiges nach. Ja. Genau. Ja. Morgen vielleicht Comic-Con. Jo. Und dann war das ein produktives und schönes, arbeitsreiches Wochenende. Genau. Jo. In diesem Sinne, hoch die Hände. Wochenende. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Ciao. Bei gewissen Sprachen merkt man, dass du aus dem Kindergarten kommst. Das habe ich im Kindergarten eingeführt. An jedem Freitag, wenn wir die Kinder verabschieden, mache ich hoch die Hände und die Kinder schreien: Wochenende!